Wir sind heute um 23.15 Uhr alarmiert worden. Es wurden brennende Strohballen hier in der Elfringhaus in der Felderbachstraße gemeldet. Bei Eintreffen brannte das Strohballenlager hier bereits in kompletter Ausdehnung. Laut Ansagen des Besitzers sind hier rund 300 bis 400 Rundballen gelagert, die derzeit in Vollbrand stehen. Die Feuerwehr Hattingen ist aktuell mit 7 Löschzügen im Einsatz. Weitere überörtliche Hilfe kommt von der Feuerwehr Spruckhövel mit einem Löschzug. Aktuell werden hier 7 C-Rohre zur Brandbekämpfung eingesetzt, wobei die C-Rohre derzeit die Brandbekämpfung insofern darstellen, dass eine Ausbreitung auf die angrenzenden Strohballen hier verhindert wird. Es wird also hier noch mit einer Einsatzdauer von mehreren Stunden zu rechnen sein, da neben der Brandbekämpfung die Strohballen auch hier zunächst auseinandergezogen werden müssen, um auch weitere Glutnester später abzulöschen. Wir haben ja erstmal genug Fahrzeuge mit dem Wasser noch hier. Ja, okay. Sind eure Tanks denn alle gefüllt oder sind die leer? Hauptsache voll. Zur Wasserversorgung gestaltet sich das hier in diesem Bereich einmal etwas schwieriger. Aktuell können wir auf 2 Zisternen a rund 50 Kubikmeter Wasser zurückgreifen. Parallel dazu werden Wasserversorgungen über lange Wegestrecken vom Felderbach aus aufgebaut, sodass wir also hier auch eine unabhängige Wasserversorgung später an der Einsatzstelle nutzen können. Aktuell sind 8 Löschzüge insgesamt im Einsatz. Die genaue Personenzahl wird derzeit noch ermittelt. Dadurch, dass die Strohballen hier auf freiem Feld gelagert sind, bestand also keine direkte Gefahr für Mensch oder Tier.